Hallo und willkommen zurück bei Wolfenstein The New Order. In einem Torpedo im U-Boot, hoffe ich zumindest mal. Zumindest haben wir hier das Torpedo-Teil hier irgendwie erfolgreich gekapert. Naja, da haben wir direkt hier irgendwie ein Signal. Ja, mit der Schrotflinte, alles klar. Okay, die haben wir auch noch, Gott sei Dank. Der Knilch ist da oben. Gut zu wissen. Und die sehen absolut gar nichts. Mist. Okay, halt hier bewegliche Ziele zu treffen ist natürlich eine andere Sache. Okay. Den muss ich ausschalten. Komme, was da wolle. Ah, Mist. Sie hat so viele rumlatschen, macht mich irgendwie so ein kleines bisschen nervös. Moment. Okay. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Ja, aber zumindest haben wir ihn hier erfolgreich erledigt, ohne dass er hier Alarm geschlagen hat. Natürlich haben wir nur jetzt hier ewig viel Leben verloren. Auch doof. So, kommen wir hier irgendwo raus? Irgendwo eine Tür, die nicht verschlossen ist? Eventuell. Ja, unsere ganze Munition, die wir halt gesammelt haben, ist weg. Das ist schade. Torpedoraum. Konzeptzeichnung. Ugh. Ah, da ist eine Karte. Da ist ein Gang. So, ah, da gibt es auf jeden Fall mal ein Erste-Hilfe-Pack. Zack. Nehmen wir gerne. Da hat er gespeichert. Das heißt, ab hier wird's bestimmt wieder gefährlich. Ich horche gerade. Oh, ups. Ja, ja, er ist da. Nix da. Nix Granate. So, komm du mir mal hier hin. Dann reden wir noch ein Wörtchen.
Mist. Okay, ja, hierfür habe ich sowieso keine Munition mehr. So, dann holen wir von euch hier mal alles mit. Enigma-Code. Ist hier auf den Kojen irgendwas? Nö. Hier. Was? Warnung vor kontaminiertem Trinkwasser. Abwasserkanäle werden inspiziert. Oh oh. Ich hoffe nicht, dass sie dann da unsere komische Basis finden. Aber ich sag ja, wenn die da ein bisschen genauer durchgucken, könnte es halt echt sein, dass sie da irgendwie reinfinden. Ist ja alles da so schön zusammen, der halt da zusammen verkleistert alles irgendwie verbunden, dass man da aus der Kanalisation mehr oder weniger direkt in die Basis reinkommt, so wie wir es ja auch schon öfters gemacht haben, weil wir uns da irgendwo irgendwelche Schneidbrenner oder sonst was holen mussten. Jemand hier? Ja, ja, Moment, du musst mal kurz warten. Die Verdachtsmaschinen hängen scheinbar sehr an Polizeiwachen. Ich habe 7 Granaten in die Wache reingeworfen. Aber kein einziger Soldat ist rausgekommen. Bin ich eine Mörderin, weil ich Soldaten des Regimes töte? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Soldat, aber Soldaten tun nichts anderes. Und ich darf keine Gefühle zulassen, so wie die Soldaten. Mhm. Okay, wird jetzt auch sehr extrem, vorher die ganze Zeit irgendwie Gift und erdrosselt und sonst irgendwie was, und jetzt hier nimmt sie Granaten. Okay. Was ist, wenn ich mich nicht hier stelle? Was blüht mir dann? Auf jeden Fall liegt hier mal irgendwie Rüstung rum. Ja, die erschreckt mich aber auch jedes Mal. Das Regime scheint sehr leichtgläubig zu sein. Ich habe so getan, als würde ich ertrinken, und er sprang ins Wasser, um mich zu retten. In voller Montur. Ich musste ihn gar nicht so stark nach unten drücken, um ihn zu ertränken. Ich bin schwanger. Man kann es noch nicht sehen, aber Mutter ahnt es wohl schon. Ich suche eine Wohnung für mich allein. Mhm. Okay. Sehr wahrscheinlich hier schwanger von so einem Soldaten. Sie war ja da sehr umtriebig, auch wenn sie dann die Soldaten dann ermordet hat. Bäh. Blöp. Ich hätte natürlich auch auf die Schrotflinte wechseln können, aber jetzt nicht mehr genug Munition. Sehr schön. Und hier können wir auch... Wollte gerade sagen, hier können wir direkt mal aufladen. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Vorsicht, er lebt immer noch! Du aber nicht mehr! Ich hab ihn, Leute! Ey. Scheiße!
Okay, die Waffe lässt hier die Leute zerplatzen. Auch schön. Blub, blub. Zumindest mal ganz praktisch, wenn man hier... Wow. Munition sammeln will. Muss natürlich... Ja, ja, Bastard. Aber ich sollte nicht irgendwie versuchen, die Brust oder sowas zu treffen, weil da kommt hier auch das Strahlendings hier nicht durch. Wo haben wir hier eigentlich alles? Hier können wir mal kurz nachladen. Ja, Limit erreicht, toll. Wechseln wir doch wieder hierzu. Bisschen Rüstung. Also, und dann sollen wir da hoch. Aha. Ja. 80, ja, das könnte ich ganz gut gebrauchen, wenn denn hier noch irgendwie was anderes liegen würde. Aber das tut es nicht. Schade. Können wir hier rein? Nö. Wieso denn auch? Au! Ich wollte doch nur da die, nach der Rüstung da gucken. Ey! Oh, hier kein Scheiß! Wie komme ich denn da hin? Achtung! Ab sofort melden sich alle wichtigen Besatzungsmitglieder auf der Brücke! Kommt Kapitänierungskorps! Bewaffnet euch und kümmert euch um das Problem! Wir bleiben komplett abgeriegelt, bis die Lage geklärt ist! Mhm. So, die hat doch hier irgendwie wieder was zum... Ich habe eine eigene Quasseln gehabt. Zwei Etagen über der Bäckerei. Ich kann dieses Regimekind nicht länger in mir tragen. Es muss raus. Ich habe ein paar Pillen aus Mutters Schrank genommen. Es hat nicht funktioniert. Ich bin nur krank geworden. Tja. Deswegen, man soll halt nicht dann einfach nur Aspirin nehmen. Sie könnte es doch austragen und dann weggeben oder ertränken oder was auch immer. Die Soldaten des Regimes sind halsbrecherische Fahrer. Ich habe bei einem von ihnen die Bremsleitung durchgeschnitten und er stürzte von einer Klippe, als er einen Berg hinunterfuhr. Ich habe es nicht gesehen, aber es gab ein Foto in der Zeitung. Ich hatte eine Freundin an der Universität, die ihre eigene Schwangerschaft mit Poleiminze abgebrochen hat. Ich habe ihr geschrieben und um eine Anleitung gebeten. Okay. Oh, da will ich hin. Kommen wir da irgendwie hin? Also das ist die Stelle, wo die Kiste davor steht. Okay, dann hoffe ich, dass wir hier irgendwie noch hinkommen. Brr. Weil das sieht interessant aus. Warte mal. Ich weiß nämlich nicht, ob... Ob ich das hinbekomme. Weil irgendwie soll man auch Messer werfen können. Aber hier irgendwie auf die Schulter werfen bringt ja nichts, oder? Ja, shit. Die haben sich jetzt einfach nur dahin positioniert. Da? Guck mal hier oben, um die Kurve, bitte. Yeah. Mensch. Ich könnte es natürlich probieren, aber... Ich glaube nicht, dass der hier das Messer dahin wirft. Oder zumindest mal dahin, wo ich es gerne hin hätte. Ah, bei dir? Ne, du stehst hier auch hier irgendwie ganz bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie ich es werfe.
ist mal... Nein. Shit. Okay, mit mittlerem Maus, also mit der mittleren Maustaste, beziehungsweise mit dem Mausrad, kann man es werfen. Moment, Moment! Nicht so schnell! Hm, toll. Granate ist toll. So, noch wer? Den hätte ich gerade erledigt. Ah! So, das wär's. Jetzt muss ich Klaus Radio-Dingsbums anschließen. Mal sehen, ob ich meine Leute empfange. Ja, aber ich würde eigentlich gerne erstmal hier zum ersten alles looten und irgendwie... Da komme ich nicht mehr lang. Scheiße. Mist, verdammt. Kann man dann doch irgendwie da hinten runter? Menno. Das ist aber doof. Wieso hat er mir da nirgendwo was angezeigt, dass ich da hinten runter hätte klettern können oder sonst irgendwie was? Ja, halt da. Also nur 80. Im besten Fall. Bräuchte noch so ein Teil, oder? Ein paar kleine hier auf dem Weg. Vielleicht gar nicht so einfach hier. Oh, das könnte vielleicht gehen. Okay, haben wir das auch freigeschaltet.
Aber halt auch sehr, sehr knapp. Okay, hier oben gäbe es auf jeden Fall jede Menge Granaten, die wir hätten benutzen können. Einiges an Deckung. Wo sind jetzt hier der Weg runter? Hier. Da haben wir alles voll. Ach so, leichte Munition. Okay. Hier müssen wir irgendwas durchschneiden. Ah, die Antennenbojen. Boje. Boje. Was für ein dummes Wort. Ja. Schwupp. 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 So, lass die Bojen steigen. Wunderbar. Da mal das und quasseln dann mal. Katze im Sack. Sack im Wasser. Woo! Sehr gut, Cap. Wir sind in der Luft. Bitte halten Sie den Kanal offen, damit wir Signal anpeilen können. Hey, Captain, Sie haben die Hammerfaust entführt. Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Und das Beste? Da ist eine Atomwaffe an Bord. Eine beschissene Atomkanone. Mhm. Was für ein Abgang, dieser U-Boot-Kapitän. Wollte eher sterben, als sein Schiff zu übergeben. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mitgenommen. Sie funktioniert nicht. Mit normaler Munition schon, aber nicht mit Atomsprengköpfen. Warum reden Sie nicht mit uns, Herr Kapitän? Warum so leblos? Mit diesen Codes hätten wir direkt vor Totenkopfs Haustür fahren können. Seine ganze Basis auslöschen, ihm ein Ende setzen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscodes. Da liegt das Problem. Auf der Erde gibt es keine Entschlüsselungscodes. Sie werden in der Mondbasis des Regimes aufbewahrt. U-Boot-Kapitäne müssen sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort finden streng geheime Forschungsarbeiten statt. Ich fliege zum Mond. Da war ich noch nicht. Caroline und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank, wir sind da. Okay. Wir sind irgendwo. Das Tor ist zwei. Mein Vater hat mir diesen Reim beigebracht. Für jeden Ort gibt er sein eigenes Lied. Mhm. Wow, da bewegt sich was. Sie sollten auf den Weg gehen. Bewegung! Oh, wow. Oh, wow. Warten Sie. Warten Sie. Merken Sie, wie der Boden zittert. Ja, ja. Zittert hier. Seit Jahrhunderten nicht benutzt. Oh. Okay. Ja, okay, gehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Also, bis dann.